Hallo und herzlich willkommen zur Frage des Tages. Mein Name ist Marc und wir sind hier am Hafen. Wir würden von den Leuten gerne mal wissen, was sie sich denn so wünschen für die Zukunft. Ja, also ich finde die Gastronomie nicht so gut hier, muss ich sagen. Also hinten Pizzeria, also da, wo man die Pizza bekommt, finde ich ganz nett. Ansonsten finde ich die Gastronomie jetzt nicht so, dass ich dafür hierher kommen würde. Ansonsten, was mir gut gefällt, sind hier die Sitzmöglichkeiten. Nette Atmosphäre hier eigentlich. Was einem halt gut gefällt, ist ja, dass dieses Ambiente, halt, dass man dieses Hafenambiente hat, das ist ja was Besonderes. Und auch dieses Fabrikambiente. Und ich finde, das sollte auch so beibehalten werden. Was ich mir halt wünschen würde, ist, dass das alles noch ein bisschen Leben beibehält. Oder bekommt vielleicht eine Mischung aus Gastronomie, Wohnung, was man auch so noch daraus machen kann halt. Früher war es ein bisschen schöner gewesen, vor 10 Jahren. Nee, da war es ja hier. Das war ein alter Zollamt noch, 15 Jahre her. Ich weiß nicht, das war doch irgendwie romantischer. Jetzt durch den Bauten, das ist alles so ein bisschen moderner. Nee. Also was nicht so schön ist, ist der ganze Müll. Aber ich meine, da kann man ja, die Stadt an sich kann wahrscheinlich nichts machen. Die Leute sollten was machen, ne? Dass sie den ganzen Müll nicht hier reinschmeißen, weil ja wirklich alles auf dem Kanal hier immer reinschwimmt. Wir sitzen hier immer in der Mittagspause, das ist natürlich nicht so schön. Und die andere Seite könnte man natürlich machen, haben sie ja jetzt auch vor, ne? Areal da hinten raus, dass man das so umgestalten könnte, dass man da sich mehr hinsetzen kann und unter Umständen auch mal vielleicht ein bisschen Gastronomie sich da entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, das ist auch ganz schön, weil das ganze Areal hier halt so ein bisschen lebendiger wird. Ansonsten finde ich so hier die Seite, muss ich zugeben, so ein bisschen zu clean. Also ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen so geleckt. Also hier so ein bisschen schickimicki-mäßig. Ich sitze zwar hier im Anzug, aber deswegen kann ich das umso mehr sagen. Es ja. Wäre mal schön, wenn hier auch was mehr für Studenten gibt. Wir haben ja den Coconut Beach, der ist ganz schön, aber da kann man ja mittags nicht essen oder was trinken. Das wäre ganz schön, wenn es da noch mehr was für Studenten gibt. Das ist für den kleineren Geldbeutel. Es fehlt so ein bisschen hier Strandfeeling, also ein bisschen mehr Sand. Ich meine, das ist drüben ja im Beach ein wenig, aber das so ein bisschen noch weiter ans Wasser zu bringen, wäre toll. Wir sind jetzt hier am Ende des Kanals und haben viele interessante Statements gehört. Vielleicht nimmt sich die Stadt ja jetzt das ein oder andere Mal davon zu Herzen, wenn es um die Osmo-Hallen geht.